gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage, das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen im zweiten Teil, Einstieg in die EÜR, das ist die Lektion 5, Struktur und Aufbau der Gewinnermittlung. Das Ganze hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Seiten. Und dann geht es mit Lektion 6 weiter, das Betriebsvermögen. Lektion 5, Struktur und Aufbau der Gewinnermittlung. Die Ermittlung des steuerlichen Gewinns gemäß Beschluss 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz sollte nach dem Willen der Finanzverwaltung grundsätzlich auf einem einzureichenden amtlichen Formular der sogenannten Anlage EÜR erfolgen. Das ist der Paragraph 60 Absatz 4 der Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Die Einreichung erfolgt elektronisch mit einem von der Finanzverwaltung konfigurierten Datensatz www.elster.de. Davon kann nur abgewichen werden, wenn die Betriebseinnahmen nicht mehr als 17.500 Euro pro Jahr betragen. Warum muss überhaupt eine zusätzliche Anlage ausgefüllt werden? Existieren nicht bereits genug Steuerformulare? Mit dem amtlichen Formular verfolgt das Finanzamt natürlich einen bestimmten Zweck. Die Abgabe der Gewinnermittlung erfolgt dadurch standardisiert. Durch die Zuordnung der Geschäftsvorfälle auf die verschiedenen Erfassungsfelder können Unregelmäßigkeiten eines Unternehmens gegenüber Unternehmen vergleichbarer Art und Größe schneller aufgedeckt werden. Salopp gesagt, die Anlage EÜR könnte als Filter für durchzuführende Betriebsprüfungen dienen. Die Autoren möchten dem Leser den Aufbau der Anlage EÜR grundsätzlich näher bringen, um danach auf die Struktur der Gewinnermittlung gemäß Beschluss 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz einzugehen. Am Schluss des Buches befindet sich eine Übersicht zur Anlage EÜR, damit Sie am Ausfüllen, das ist da doppelt, damit Sie am Ausfüllen der Anlage nicht verzweifeln müssen. Die gängigen Steuersoftwareprogramme haben eine Verbindung zwischen dem Buchhaltungsbereich und der Anlage EÜR. Aufgrund dieser Schnittstelle hält sich der Aufwand für das Ausfüllen des Formulars in Grenzen, da die Daten nur übergeben werden. Die Erstellung der Gewinnermittlung ist die letzte Tätigkeit für den Unternehmer, um das Steuerjahr abzuschließen. Was sind jedoch die Arbeiten vor diesem letzten Handschlag? Grundlage der Gewinnermittlung sind die betrieblich veranlassten Belege.
Das können Rechnungen, Gutschriften, Quittungen, Eigenbelege oder Bankauszüge sein. Diese Belege werden aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung erfolgt während des gesamten Jahres fortlaufend im Rahmen der Buchführung. Die Belege müssen aufbewahrt werden und im Fall einer späteren Betriebsprüfung den betrieblichen Zusammenhang nachweisen zu können. Die Aufbewahrungspflicht der Belege beträgt 10 Jahre. Grundsatz zur Erfassung Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Die EÜR ist eine reine Geldrechnung. Der steuerpflichtige Gewinn wird durch den Abzug der Betriebsausgaben von den Betriebseinnahmen ermittelt. Jede Betriebseinnahme und jede Betriebsausgabe muss so dokumentiert werden, dass ein sachverständiger Dritter ihre betriebliche Veranlassung erkennen kann. Jeder Geschäftsvorfall ist zu prüfen. Welche Zu- und Abflüsse sind als Betriebseinnahme oder Ausgabe zu qualifizieren? In welchem Zeitpunkt sind diese steuerlich zu berücksichtigen? In welcher Höhe sind diese zu berücksichtigen? Das war Leitsatz 8, Grundsatz zur Erfassung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Fall 21, die EÜR als Steuersparmodell. Bevor der Hochzeitsfotograf F seine Tätigkeit aufnimmt, erhält er von seinem Freund den Rat, seinen Gewinn durch Anwendung der EÜR zu ermitteln. Diese, so gibt der Freund hinterher vorgehaltener Hand und unter dem Siegel allergrößter Verschwiegenheit zu verstehen, ermöglicht eine weitaus günstige Besteuerung sämtlicher Geschäftsvorfälle. F fragt sich, ob es tatsächlich zutrifft, dass die EÜR automatisch eine günstigere Besteuerung nach sich führt. Nein! Über den gesamten Lebenszyklus des Unternehmens betrachtet ist der Totalgewinn durch Einnahmeüberschussrechnung nicht niedriger als bei der Gewinnabbildung nach dem Betriebsvermögensvergleich. Fall 22, der einzige Auftrag. Der Fotograf erhält im Jahr 01 die Telefonrechnung über 300 Euro. Die Bezahlung erfolgt erst in 02. Geschäftsvorfall 1a und 1b. Er erhält im Jahr 01 eine Anzahlung von 1000 Euro für einen Auftrag. Geschäftsvorfall 3. Im Jahr 02 erhält er nach Erledigung des Auftrages und kompletten Materialverbrauchs die Rechtszahlung in Höhe von 8.000 Euro. Geschäftsvorfall 3. Danach stellt er sein Unternehmen ein, da der Burda Verlag ihm ein unschlagbares Angebot zur Festeinstellung macht. So, und dann kommt hier eine Einnahmenüberschussrechnung und ein Betriebsvermögensvergleich.
Und dann kommt hier das Fazit. Sowohl im Rahmen der Bilanzierung als auch im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung kommt es zu einem wirtschaftlichen Totalgewinn von 8.700 Euro. Und jetzt kommt der Leitsatz 9. Steuerlicher Totalgewinn. Der Totalgewinn, Betrachtungszeitraum über den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens, wird nicht durch die Wahl der Gewinnermittlungsart beeinflusst, sondern nur durch das unternehmerische Geschick. Das war der Leitsatz 9, steuerlicher Totalgewinn. Es geht weiter mit die Anlage EÜR. Die Anlage EÜR ist wie erwähnt ein amtliches Formular, das folgende Grundstruktur besitzt. Die ersten Zeilen sind den allgemeinen Angaben des Unternehmens vorbehalten: Name, Steuernummer, Art des Betriebes. Danach erfolgt die Aufstellung der Betriebseinnahmen, Lektion 8, unterteilt in reguläre Betriebseinnahmen mit oder ohne Umsatzsteuer, Steuer. Erstattungen Lektion 10, Entnahme Lektion 7, der Eigenverbrauch Lektion 9 sowie aufzulösende Rücklagen. Insgesamt können bis zu 10 verschiedene Arten der Betriebseinnahmen auftauchen. Drittens, die Betriebsausgaben beginnen mit einer Betriebsausgabenpauschale. Danach werden der Wareneinsatz, jeweils Lektion 8, 15, die Fremdleistungen und der Personalaufwand abgefragt. Der Bereich der Abschreibung ist einem extra Der Bereich der Abschreibung ist einem extra Bereich zugeordnet. Lektion 12. Danach folgen die Aufstellung der Raumkosten und Grundstücksaufwendungen, jeweils Lektion 15, und der sonstigen unbeschränkt abziehbaren Betriebsausgaben und der beschränkt abziehbaren Betriebsausgaben. Mehr dazu in Lektion 11 und 15, inklusive dem Bereich der Schuldzinsen. Den Abschluss bilden die Kosten für den Fuhrpark. Vor der Ermittlung des Gewinns werden die Einstellung und Auflösung der Investitionsabzugsbeträge Lektion 18 berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgen Korrekturen, sollten Sie Einkünfte aus Beteiligungen an anderen Firmen haben. Der Abschluss des Formulars bilden noch ergänzende Angaben zu eventuell gebildeten Rücklagen, Lektion 19, und zur Höhe der Entnahme und Einlage. Sollte Anlagevermögen vorhanden sein, muss der Steuererklärung als zusätzliche Anlage ein Gesamtverzeichnis über das Anlagevermögen beigefügt werden. Dies ist aufgeteilt in folgende Unterbereiche: Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, häusliche Arbeitszimmer, immaterielle Wirtschaftsgüter, bewegliche Wirtschaftsgüter mit Unterteilung auch hinsichtlich eventuell bestehender Sammelposten, Finanzanlagen, Umlaufvermögen. Werden mehr als 2050 Euro Schuldzinsen im Jahr bezahlt, muss eine zusätzliche Anlage SZE eingereicht werden. Von der Regelung ausgenommen sind die Zinsen für die Finanzierung von Anlagegütern. Siehe Lektion 13. So, es geht weiter mit die Struktur der Gewinnermittlung gemäß Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Die Gewinnermittlung ist an keine bestimmte Form gebunden. Dennoch hat sich eine Struktur herausgebildet, wann welche, so nochmal. Die Struktur der Gewinnermittlung gemäß Beschluss 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz. Die Gewinnermittlung ist an keine bestimmte Form gebunden. Dennoch hat sich eine Struktur herausgebildet, wann welche Geschäftsvorfälle, Einnahmen und Ausgaben in der Gewinnermittlung erscheinen sollten.
Die erste Position ist den Betriebseinnahmen vorbehalten. Die Einnahmenseite setzt sich wiederum zusammen aus den erstens Erlösen, zweitens Privatanteilen in Klammern Eigenverbrauch und drittens Steuererstattung, erhaltene Umsatzsteuer. Der Ausgabenblock beginnt mit den Rohhilfs- und Betriebsstoffen und bezogenen Waren. Darunter sind die Angaben zu verstehen, die direkt mit den Einnahmen im Zusammenhang stehen. Ein Beispiel. Fall 23. Fall 23, Wareneinkauf und Warenverbrauch. Sie haben einen Tante-Emma-Laden und kaufen vom Großhändler Getränke. Diese Getränke verkaufen Sie so, wie sie sind, in Ihrem Laden weiter. Dann handelt es sich um bezogene Waren. Stellen Sie sich nun folgenden Sachverhalt vor. Sie kaufen vom Großhändler weiterhin die Selters und die das Bier ein. Die Selters und das Bier, aha. Das Bier verkaufen Sie an Ihre Stammkunden, so wie geliefert. Jedoch haben Sie von Ihrer Großmutter ein Rezept für eine wohlschmeckende Limonade geerbt. Dafür benötigen Sie pflanzliche Zutaten, die Sie vom Bauer Kahlebutz biologisch angebaut und geliefert werden. Also, der Bauer Kahlebutz baut biologisch an und liefert. Diese pflanzlichen Zutaten vermischen Sie mit der Selters, ich dachte es heißt die Selters, und vermarkten Ihre Kreation als Bionella. Handelt es sich weiterhin um typischen Wareneinkauf? Die Lieferungen vom Bauer Kahlebutz und die Selters sind keine gelieferten Waren, sondern gehören zu den Rohhilfs- und Betriebsstoffen, da sie diese weiterverarbeiten. Nach den Betriebsausgaben für die Urproduktion folgen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese sonstigen betrieblichen Aufwendungen halten den Betrieb am Laufen, haben aber nicht ursächlich mit der Einnahmenseite, in Klammern wieder Wareneinsatz, zu tun. Diese betrieblichen Aufwendungen beginnen mit dem Ausgabenblock der Steuern, Versicherungen und Beträge. Es folgen die Werbe- und Reisekosten und die Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Ein Sammelposten bilden die verschiedenen Kosten. Darunter fallen zum Beispiel die Aufwendungen für Briefmarken, Klammern, Porto, Telefon, aber auch Ihren Steuerberater. So wie die eingenommene Umsatzsteuer als Einnahme ausgewiesen wird, wird die gezahlte Umsatzsteuer in Klammern als Vorsteuer als Betriebsausgabe angesetzt. Dazu gehören auch die im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer. Näheres dazu in der Lektion 4, Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer. Der Saldo aus den dargestellten Einnahmen und den dargestellten Ausgaben bildet den betrieblichen Gewinn. Der betriebliche Gewinn ist jedoch nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem steuerlichen Gewinn. Korrekturen innerhalb des Betriebsausgabenbereiches bewirken, dass der betriebliche oft vom steuerlichen Gewinn abweicht. Nochmal, Korrekturen innerhalb des Betriebsausgabenbereiches bewirken, dass der betriebliche oft vom steuerlichen Gewinn abweicht.
Lektion 13, die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. So, es geht weiter im zweiten Teil, Einstieg in die EÜR mit Lektion 4, das Betriebsvermögen. Die hat 1, 2, 3 Seiten. So, tschüss.